Help FM, der Selbsthilfe-Podcast. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres Selbsthilfe-Podcastes Help FM. Und diesmal geht es bei uns um Ärzte-Push auf der einen Seite, kommt ja immer wieder vor leider, aber auch um die Patientenrechte, also um die Frage, wie kann ich mich wehren, was kann ich als Patient dagegen tun, wenn auch natürlich eher im Nachhinein. Bin ich alleine im Studio, bei mir ist Michael Schmidt aus der HelpFM-Redaktion. Hi Micha. Hallo. Und du hast dieses Thema für uns aufbereitet und vorbereitet. Ja, dann steigen wir doch gleich mal ein. Die Patientenrechte, ne? Das ist ja wahrscheinlich auch ein weites Feld, aber kannst du vielleicht mal uns einen Überblick geben, welche Rechte habe ich denn da überhaupt? Naja, vielleicht sollte man erstmal zusammenfassend sagen, dass seit dem 26. Februar 2013 schon ein Patientenrechtegesetz existiert, was praktisch das bis dahin geltende Gerichterrecht, was sich praktisch aus der ständigen Rechtsprechung entwickelt hat zum Patientenrecht, endlich in das bürgerliche Gesetzbuch überführt wurde und dieses um einen eigenen Abschnitt ergänzt wurde mit den Regelungen über medizinischen Behandlungsvertrag, die Rechte und Pflichten im Rahmen einer Behandlung und so weiter. Also 2013 ist das erst passiert. Also Gesetzesnovelle, wenn man so. Richtig, seit dem Zeitpunkt ist das praktisch erst in eine auf eine gesetzliche Grundlage gestellt worden, das Patientenrecht, genau. Und was habe ich denn da jetzt für Möglichkeiten? Naja, es geht halt darum, dass man zum Beispiel Auskunftsrechte gegenüber dem Arzt hat. Dann wurde festgelegt, wie der Arzt einen zu behandeln hat. Also, dass man Behandlungsvertrag abschließt, was der beinhalten muss, was der Arzt einzuhalten hat, wenn er sich mit dem Patienten behandelt. Genauso gut, was der Patient von dem Arzt verlangen darf, bei einer Behandlung und auch nach der Behandlung. Man kann einfach festhalten, dass ich jetzt praktisch gemäß Gesetz weitere Informationsaufklärungspflichten habe oder der Arzt Informations- und Aufklärungspflichten hat, dass der Patient eben in seine Patientenakte einsehen darf, dass er Auskünfte verlangen darf, die der Arzt auch nicht verweigern darf, bis auf einige Ausnahmen. Das ist praktisch in Gesetz gegossen, was jetzt der Patient darf und was der Arzt darf sozusagen. Vorher galt ja immer eher so, der Arzt war der Gott in Weiß, ne? Und er war unfehlbar und was er gemacht hat, hat er halt gemacht. Naja, richtig. Es gab vorher halt praktisch nur eine lose Sammlung an Urteilen, deswegen auch Richterrecht. Es gab keinen eigenen Passus im Gesetzestext oder in der Gesetzeslage, die, wie soll man sagen, speziell Patientenrechte zusammenfasste, sondern es hat sich aus der ständigen Rechtsprechung zum Patientenrecht so entwickelt. Und diese ständige und stabile Rechtsprechung, die damals dann herrschte, wurde dann halt in dieses Patientenrecht seit dem Jahr 2013 überführt und da praktisch verdichtet und dann auch als eigenen Abschnitt im Bundesbürgerlichen Gesetzbuch BGB eingefügt. Also das verbessert natürlich schon mal grundsätzlich die Stellung des Patienten. Wenn man jetzt den Eindruck hat, man sei falsch behandelt worden, ne, falsch medikamentiert oder auch bei der Operation oder was auch immer, wie wäre denn da so die beste Vorgehensweise? Wahrscheinlich erstmal lässt man sich die Akten geben, oder? Und lässt sich nochmal erläutern oder schaut nach, auf welcher Grundlage hat der Arzt so entschieden, ne? Naja, das Erste ist immer, sich persönlich mit dem Arzt zu unterhalten. Also wenn man Bedenken hat, dass irgendetwas schiefgelaufen ist, also der typische Beispiel wäre jetzt, ein Mann wurde operiert und statt das linken wurde das rechte Bein operiert, stellt man ja ziemlich schnell fest, da stimmt irgendwas nicht. Dann sollte man möglichst erstmal das Gespräch mit dem Arzt suchen. Er ist verpflichtet, dazu Auskunft zu erteilen, was sie natürlich auch laut meiner Erfahrung sehr ungern tun, aber er ist verpflichtet, dazu umfassend Auskunft zu erteilen, was denn da genau schiefgelaufen ist und danach anschließend hat er, oder nicht nur anschließend, muss es nicht machen, man sollte es aber machen, hat der Patient natürlich ein Recht auf Akteneinsicht, sprich, dass er seine Patientenakte einsehen darf oder Kopien davon verlangen darf und dann kann man sich zum Beispiel bei Zweifeln der Behandlung oder an der Behandlung an die OPD wenden, unabhängige Patientenberatung, die ist da deutschlandweit relativ firm. Da gibt es eine Telefonnummer, eine kostenfreie 0800er Nummer, wo man anrufen kann und da sitzen dann auch spezialisierte Rechtsanwälte, die da Auskunft zu geben können. Was die OPD allerdings nicht macht, ist eine Rechtsvertretung. Also die beraten zwar zu Behandlungsfehlern und welche Schritte man einleiten kann. Wenn man sein Recht aber durchsetzen will, weil man der Meinung ist, man hat einen Behandlungsfehler erfahren, dann muss man dies mit möglichst einem spezialisierten Rechtsanwalt tun, weil die Beweislast liegt erstmal beim Patienten, leider. Wir haben immer noch keine Beweislastumkehr in solchen Fällen gegenüber dem Arzt.
Und man sollte dies unbedingt nur mit dem Rechtsanwalt machen, mit dem spezialisierten Rechtsanwalt, weil der genau weiß, worauf es ankommt, wie die Unterlagen auszuwerten sind, die man dann vorher im besten Fall angefordert hat und dann das weitere Vorgehen abstimmt. UPD, übrigens, du hast es angesprochen, unabhängige Patientenberatung, die sitzt auch hier in Potsdam im Seekitz. Hier bei uns im Haus Hermann-Elfland-Straße 11, also wer da Interesse hat, da kann man auch zweimal die Woche zum Beispiel direkt auch den Kontakt suchen. Help FM, der Selbsthilfe-Podcast. Ist es manchmal auch sinnvoll, vielleicht einen anderen Arzt zu konsultieren? Weil ich kann mir vorstellen, so eine Patientenakte, wenn man die dann bekommen hat in Kopie, die kann auch so kompliziert sein, dass man da selber gar nicht schlau draus wird, ne? Das ist richtig. Also natürlich ist man als Patient nicht in der Lage, jetzt unbedingt alles zu verstehen, was in der Patientenakte ist. Da ist es sehr gut, sich durchaus mal mit seinem Hausarzt zu unterhalten, sobald man Vertrauen zu ihm hat. Der kann da schon mal ganz gut weiterhelfen. Oder sich zum Beispiel an einen anderen spezialisierten Arzt zu wenden, der dann eventuell Auskunft geben kann, welche Behandlungen da nun getätigt wurden und welche eventuell eben nicht richtig waren oder welche nicht richtig ausgeführt wurden. Also das ist auch erlaubt, dass ich mit der Patientenakte zu einem anderen Arzt gehe, der möglicherweise sagt, oh Gott, was ist denn das für ein Fuscher? Also das ist möglich. Na, ich nehme nicht an, dass der Arzt rüber den anderen Arzt herziehen würde. Dazu sind die sich zu fein und zu elitär. Nee, aber es ist schon mal gut, sage ich mal, sich eine andere Meinung zu holen. Aber was ich noch sagen wollte, war, dass man auch sich gerne mit der Krankenkasse, also einer gesetzlichen Krankenkasse in Verbindung setzen kann. Die ist zum Beispiel auch gerne bereit, da Auskunft zu geben, inwiefern ein Behandlungsfehler vorliegen könnte, weil die zum Beispiel daran interessiert sind, natürlich die Falschbehandlung nicht an den Arzt zu erstatten oder an das Klinikum oder was weiß ich. Das ist sehr schlau, da hat man jemanden, der ein ähnliches Interesse hat, ne? Und jetzt hast du schon quasi das Geld ein bisschen ins Spiel gebracht. Letztendlich geht es ja auch immer darum, wobei der möglicherweise falsch behandelte Patient auch erstmal die Schmerzen hat und alles mögliche, aber es geht dann auch immer ums Geld und du hast schon angesprochen, Rechtsberatung oder Rechtsprechung und so weiter, da gibt's natürlich keine Hilfe von der UPD. Also wenn ich das jetzt alles mal durchgegangen bin, ja, ich war bei der unabhängigen Patientenberatung, habe mit meiner Kasse geredet, vielleicht mit meinem Hausarzt und alle drei kommen zu dem Schluss, da ist was nicht richtig gelaufen, dann wäre also quasi der Weg zum Anwalt jetzt der nächste, oder? Naja, nochmal kurz zusammengefasst. Also wie gesagt, ich kann mich nach einer vermuteten Falschbehandlung durchaus mit dem Arzt in Verbindung setzen. Der muss mich, wie gesagt, umfassend informieren. Dann, wenn das nicht ausreicht oder wenn ich damit immer noch nicht zufrieden bin oder andersrum mit der Situation dann allgemein nicht zufrieden bin, dann kann ich mich zum Beispiel noch an die Krankenkasse wenden. Die unterstützt mich da in dem Vorgehen, dass sie zum Beispiel die medizinische Expertise hat, zum Beispiel durch eine Gutachtenerstellung des MDK, der dann eben zu dem besten Fall zu dem Ergebnis kommt, das war wirklich ein Arztwusch oder ein Arztfehler, Behandlungsfehler. Dann, wie gesagt, die UPD, die allerdings nur beratend tätig wird. Also wenn ich den Verdacht habe, dass ich falsch behandelt wurde, dann kann die sagen, gemäß dem und den Voraussetzungen könnte eine Falschbehandlung vorliegen. Und dann muss ich aber trotzdem, weil die vertreten mich ja nicht vor Gericht, muss ich trotzdem einen spezialisierten, wirklich ist ganz wichtig, einen spezialisierten Rechtsanwalt zu nehmen. Also jemand, der sich auf Patientenrecht spezialisiert hat, weil es gibt so viele Fall- und Knickstricke und Fallen dabei, die kann nur ein Rechtsanwalt umschiffen. Und zwar deswegen, weil, wie gesagt, die Beweislast erstmal beim Patienten liegt. Der Arzt wird nichts dafür tun, irgendwie da was aufzuklären, außerhalb seiner vielleicht schon erfolgten Gesprächs, was da gesucht werden könnte. Meistens sieht es aber so aus, dass sie sich dann rigoros weigern, da überhaupt weitere Informationen rauszugeben, weil sie sich natürlich nicht weiter strafbar machen wollen oder also Aufklärung nicht beitragen wollen. Dann kommt es halt, wie gesagt, darauf an, auf den Rechtsanwalt, auf die angeforderten Unterlagen von der Behandlung, die dann durchgearbeitet werden müssen. Das macht der Rechtsanwalt dann in Verbindung mit dem möglichst dann schon vorliegenden Gutachten des MDK zum Beispiel, der Krankenkassen, also des medizinischen Dienstes der Krankenkassen. Dann wird ja irgendwann mal Anklage erhoben und so ein Verfahren kann aber sehr lange dauern, ne? Okay, und du hast selber auch schon mal angedeutet vorhin, dass du da auch Erfahrung hast. Kannst du dazu was sagen? Wie war das bei dir? Naja, Erfahrung habe ich jetzt nicht. Habe jetzt vor kurzem ein Erlebnis gehabt, dass mein mich behandelnder Arzt ohne mein Einverständnis Daten weitergegeben hat. Und da bin ich gerade dabei, das mit dem Landesdatenschutzbeauftragten und einem Rechtsanwalt für Datenschutzrecht aufzuarbeiten, weil ich der Meinung bin, dass das so nicht geht. Also wer in seiner Praxis keine Ordnung hat und Daten weitergibt, obwohl er da keine Erlaubnis zu hat, dann muss er sich dafür auch verantworten. Also es sollte möglich sein, dass ein Arzt, obwohl er vielleicht gut ausgelastet ist, die entsprechenden Gesetze achtet.
Wo bist du da, bei welchem Stand? Also Klageweg schon ein? Nein. Also es ist aktuell ist es so, dass der Datenschutzbeauftragte eingeschaltet wurde, er dem entsprechenden Arzt erstmal nur einen Verweis zukommen lassen hat, also sprich ein Du-Du. Wenn das nochmal machst, gibt es ein Bußgeld, weil der Arzt eben auf seiner Homepage auch eine entsprechend gute Erklärung zur DSGVO eingefügt hat. Das scheint den Ärzten scheinbar immer wieder den Arsch zu retten, auf gut Deutsch, wenn sie das irgendwo hinschreiben, ob sie dann danach leben, ist scheinbar was anderes. Nichtsdestotrotz ist es, wie gesagt, ich wurde ja von einer Fremdquelle informiert, dass da meine Daten weitergegeben wurden und das kann man halt nicht hinnehmen, ne? Dass da Daten weitergegeben wurden, die dann irgendwo im Raum schwirren, ohne dass ich mein Einverständnis dazu gegeben habe. Und jetzt muss das sehen, also da wird es dann auf jeden Fall eine Klageerhebung geben, weil ich hätte der Arzt zum Beispiel sich an mich gewandt und hätte gesagt, tut mir leid, mir ist da Büroversehen passiert, dass irgendwie die Daten damit reingerutscht, dann wäre die Sache erledigt gewesen. Aber da der Arzt sich überhaupt nicht persönlich an mich gewandt hat und eher die Firma, die mich dann informiert hatte, dass da Daten weitergegeben wurden, sich groß und breit, entschuldigt hat, kann ich das auch nicht nachvollziehen, dass ich den Arzt dann schonen sollte. Was heißt das? Also willst du dann doch noch einen Klageweg bestreiten? Ja, natürlich. Ja. Also das wird auf jeden Fall nochmal vor Gericht behandelt. Wie gesagt, in ähnlichen Fällen sind durchaus Bußgelder von bis zu 5.000 Euro drin. Ja, also Stichwort Geld, da kann also was kommen. Help FM, der Selbsthilfe-Podcast. Es kann allerdings auch passieren natürlich, dass durch ärztliche Behandlungsfehler Menschen sogar zu Tode kommen. So, jetzt wollen wir da natürlich nicht dem Gerichtsurteil vorweg eilen, aber es hat hier bei uns in Potsdam natürlich einen sehr prominenten Fall gegeben. Der ging ja dann vor einigen Wochen auch im Rahmen der ganzen Corona-Pandemie bundesweit, wahrscheinlich auch noch darüber hinaus, durch die Presse mit heftigsten Schlagzeilen in den Boulevardmedien. Ja, Todesklinik war da die Rede und so weiter und so fort. Es geht ums Klinikum hier in Potsdam. Und da ist es ja nachweislich, das gibt das Klinikum ja auch schon zu, obwohl da die internen Ermittlungen ja auch noch laufen. Natürlich sind da Fehler passiert bei der Verlegung zum Beispiel auch von Covid-19-Patienten, die wurden dann einfach so verteilt aufs Umland, auf Altenheime und haben dann natürlich noch andere Menschen angesteckt. Es soll Behandlungsfehler gegeben haben, wie gesagt, soll, das ist ja alles noch nicht in der Rechtsprechung. Und da wird ja auch geklagt. Wie ist denn da gerade der Stand? Das wird ja wahrscheinlich dann auch ein bundesweit beachtetes Urteil werden. Ja, jetzt müssen wir das vielleicht ein bisschen auseinanderhalten. Also Potsdam selber, die Landeshauptstadt Potsdam hat ein Untersuchungsteam beauftragt, die, Missstände im Ernst-von-Bergmann-Klinikum aufzuklären. Wobei, wie gesagt, die strafrechtlichen Ermittlungen alle der Staatsanwaltschaft Potsdam unterliegen. Und es gibt ja entsprechende Verdachtsmomente gegen, soweit ich weiß, drei Chefärzte, die unter anderem eben es versäumt haben sollen, entsprechende Meldungen an das Gesundheitsamt weiterzugeben. Also sprich den Verdacht einer Infektion oder darum, dass sie praktisch nicht gemeldet haben, dass eine Epidemie in Potsdam oder im Ernst-von-Bergmann-Klinik ausgebrochen ist. Wie wir ja wissen, hat das auf der Geriatriestation stattgefunden. Da gab es eine große Anzahl von Mitarbeitern auf der Geriatrie. Wenn ich mich richtig erinnere, waren das so um die 50, die positiv getestet wurden und dazu führte, dass zum Beispiel um die 60 Patienten, die in der Geriatrie zu dem Zeitpunkt stationär aufgenommen wurden oder waren, auch angesteckt wurden, wovon es dann 47 Menschen, also jetzt abschließend stand, im Moment der Bericht ist hier vom 8.6.2020, 47 Menschen zu Tode gekommen sind, unter welchen Bedingungen erklärt gerade die Staatsanwaltschaft, ob das eben auf den Fehler des Ernst-von-Bergmann-Klinikums zurückzuführen ist, muss, wie gesagt, noch erst ermittelt werden. Was ich ja meinte, es wird geklagt. Also das sind einige Klagen ja schon anhängig. In der Presse wurde zumindest, also auf der PNN zum Beispiel und im RBB wurde davon gesprochen, dass Angehörige von Menschen, die im Ernst-von-Bergmann an Covid oder durch Covid-19 gestorben sind, durchaus erwägen, eine Klage gegen das Klinikum durchzuführen oder anzustrengen. Aktuell, da ja wie gesagt noch nicht mal die Staatsanwaltschaft ein Resümee gezogen hat oder zu einem konkreten Ergebnis gekommen ist, kann man da auch noch nichts wirklich zu sagen. Das wird wahrscheinlich alles erst abgewartet werden, was die Staatsanwaltschaft daraus findet, bevor die Personen dann überhaupt über ihren Rechtsanwalt einen Klageweg bestreiten. Aber die Deutsche Stiftung Patientenschutz, die hat ja wohl auch Klage eingereicht. Genau, also die hat eine Strafanzeige wegen des Verdachts auf fahrlässiger Tötung eingereicht bei der Staatsanwaltschaft, aber schon relativ zeitig nach Beginn des Ausbruchs des Corona-Epidemie im Ernst-von-Bergmann, weil eben der Verdacht darunter steht, dass die Ärzte unter anderem eben in der Geriatrie, wo der Ursprung wohl war, falsch gehandelt haben, es auch keine Meldung ans Gesundheitsamt gab oder ähnliches, was aber infektionsmäßig hätte vorgeschrieben sein
sein müssen oder vorgeschrieben ist, dass die Meldungen abzugeben sind und entsprechende Warnmeldungen rauszugeben sind. Es gab ja auch entsprechende Berichte, dass selbst das Gesundheitsamt hat ja Berichte vom Ernst von Bergmann angefordert und selbst das wurde ja nicht komplett nachgekommen. Also da gab es ja auch genügend Berichte, dass der Herr Gräbner, der ehemalige, also jetzt beurlaubte Geschäftsführer, sich da, sage ich mal, strafrechtlich fein raushalten wollte, trotz der Dringlichkeit der Daten, die dort hätte geliefert werden sollen, die es zurückgehalten hat, etc. Mittlerweile wissen wir ja, dass er beurlaubt wurde und zwei Ersatzleute gekommen sind. Okay, also die Klage läuft von der Deutschen Stiftung Patientenschutz. Soweit ich weiß, haben Angehörige auch schon Klage eingereicht. Die können ja dann zum Beispiel im Laufe des Prozesses als Nebenkläger und dergleichen auftreten. Wir werden abwarten, wenn die Ermittlungen abgeschlossen sind. Die laufen noch, also dazu ist momentan einfach nichts zu sagen. Es läuft eine interne Ermittlung, es läuft eine Ermittlung seitens der Landeshauptstadt Potsdam, seitens der Staatsanwaltschaft. Also es wird ermittelt und ermittelt gerade rund um dieses Klinikum. Und wir bleiben dran an dem Thema und möglicherweise werden wir da auch noch einen Podcast, also das kann natürlich dauern, vielleicht auch erst Anfang nächsten Jahres, dazu machen. Soweit ich mich noch erinnere, soll die eingesetzte Untersuchungskommission ja spätestens im Herbst ihren Bericht vorlegen. Also das, aber die Ermittlungen müssen wir noch sehen, nicht wann die kommen. Wann die Staatsanwaltschaft ein Ergebnis ihrer Ermittlungen hat, so passt das besser, kann man natürlich noch nicht sagen. Ja. Genau, da müssen wir schauen. Aber wie ich schon angedeutet habe, ich denke, das wird auch dann so ein Prozess sein, der dann bundesweit Aufmerksamkeit haben wird. Okay, dann haben wir es eigentlich sortiert. Das heißt, der Patient ist zumindest seit 2013 nicht mehr ganz so rechtlos. Also seine Position hat sich verbessert durch die Gesetzesnovelle. Und vielleicht fassen wir jetzt einfach nochmal zusammen. Also wenn man den Eindruck hat, man selber sei falsch behandelt worden oder auch ein Angehöriger, sind ja häufig auch dann ältere Patienten und dann möchten die Kinder oder Enkelkinder den Klageweg bestreiten. Also der Weg wäre erstmal den Kontakt zu suchen und das Gespräch mit dem Arzt, auch der Fairness halber. Dann gegebenenfalls bitte die Patientenakte rauszugeben in Kopie. Dann ruhig Institutionen wie die unabhängige Patientenberatung konsultieren, vielleicht auch einen Hausarzt. Also ich würde das anders machen. Es wird empfohlen, erstmal den Arzt zu konsultieren. Der kann ja, wie gesagt, ich habe ja vorhin das Beispiel genannt, dass das falsche Bein operiert wurde. Da liegt man ja noch im Krankenhaus. Da kann man schon mal sagen, also Moment mal, eigentlich hatte ich den Problem auf der linken Seite und rechts haben sie operiert. Hier stimmt doch irgendwas nicht. Dann muss er umfassend dazu Auskunft geben. So, inwiefern man dann noch eventuell Vertrauen hat, sich weiter von dem Arzt behandeln zu lassen, ist ja nochmal was anderes. Aber das, der erste Gang ist der Arzt selber. Genau. Und dann kann man sich, meiner Meinung nach wäre der sinnvollere Weg, sich erstmal bei der UPD zum Beispiel zu informieren oder bei der Krankenkasse. Die sind immer gern bereit, da Auskunft zu geben, wie der weitere Werdegang ist. Help FM, der Selbsthilfe-Podcast. Gut, also zum Ende unserer Sendung. Micha, wollen wir jetzt vielleicht nochmal als kleinen Service zusammenfassen. Also, wie gehe ich denn am besten vor, wenn ich selber den Eindruck habe, ich sei falsch behandelt worden oder vielleicht auch, wenn ich Angehöriger bin eines möglicherweise älteren Patienten und sage, da möchte ich helfen. Wie sollte ich das denn machen? Möglichst erstmal, soweit es überhaupt geht, mit dem Arzt sprechen, weil der kann schon mal sehr gut oder ist zum Beispiel verpflichtet, umfassend Auskunft zu dem Behandlungsfehler zu geben, wenn er denn einer ist, also wenn man das annimmt. Vieles klärt sich dann schon, dass zum Beispiel eine Erklärung gegeben wird, die man vorher nicht wusste und so weiter. Dann kann man sich zum Beispiel an die UPD wenden, die unabhängige Patientenberatung. Da kriegt man Hilfe, was man denn alles machen könnte, um zu seinem Ziel zu kommen, eventuell eine Klage gegen den Arzt oder gegen das Klinikum. Dann unbedingt auch die Krankenkasse mit ins Boot holen. Die sind immer daran interessiert, ja, so eine Fälle aufzudecken. Erstens, weil sie eine Statistik führen und zweitens, weil sie den Arzt dann eben die Leistung nicht bezahlen müssen, wenn dann eine Falschbehandlung gefolgt ist. Und drittens dann natürlich unbedingt einen speziellen oder spezialisierten Rechtsanwalt für Patientenrecht beauftragen. Weil, wie gesagt, die Beweislast liegt immer noch beim Patienten, solange da nicht was anderes im Raum steht, wo der Arzt dann auf einmal in die Beweislast geht, also sprich, wo sich Beweislast dann umdreht. Aber solange das noch nicht feststeht, ist erstmal der Patient in der Beweislast. Und dafür braucht er dann, wie gesagt, den Rechtsanwalt und die Patientenakte, aber das macht der Rechtsanwalt dann schon. Also erstmal sich informieren und umfassend beraten, also zum Beispiel unabhängige Patientenberatung in Deutschland, UPD oder Krankenkasse ins Boot holen, sehr schlaue Idee. Und dann würde man zum Anwalt gehen und dann geht's in der Regel ja nur noch ums Geld. Ne? Dann eine Falschbehandlung kann man ja dann so nicht mehr ersetzen oder neu machen, aber da geht's dann um Entschädigung. Genau, richtig. Also im Endeffekt geht's natürlich um Schadenersatz, also sprich bei der Falschbehandlung kann es ja durchaus, was ja nicht so selten ist, durch zu bleibenden Schäden kommen. Die müssen festgestellt werden, es muss ursächlich festgestellt werden, dass die bleibenden Schäden oder die aufgetretenen Schäden ursächlich an der Behandlung oder an der Fehlbehandlung oder Falschbehandlung des Arztes zu tun haben. Das macht das Gutachten des MDK oder jemand anders, den man da beauftragt. Man kann also auch selber einen entsprechenden Arzt
Beauftragung für ein Gutachten, was man natürlich dann selber bezahlen muss erstmal. Sollte aber, wie gesagt, eines dieser Gutachten zu dem Ergebnis kommen, dass die Nachfolgen dieser Falschbehandlung ursächlich für die entstandenen Schmerzen oder Auswirkungen der Falschbehandlung sind, dann kann man natürlich auch Schmerzensgeld einklagen und das macht dann, wie gesagt, der Rechtsanwalt. Ja, Micha, vielen Dank. Dann haben wir das jetzt nochmal zusammengefasst. Also, der Patient ist nicht rechtslos in Deutschland. Das ist vielleicht die Quintessenz unseres Podcastes. Danke für deine Vorbereitung. Das war also unsere Sendung diesmal zum Thema Ärztepfusch und Patientenrechte. Am Mikrofon verabschiedet sich Oliver Geldener. Machen Sie es gut, bis zum nächsten Mal und bleiben Sie gesund und hoffentlich müssen Sie diese ganzen Wege gar nicht gehen. Das ist am besten, nämlich dann hat der Arzt auch nicht gepfuscht. Also, ciao. Help FM, der Selbsthilfe-Podcast.